Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. So, wie es jetzt scheint, wo ich die ersten Dinger sehe, dass hier das Problem mit dem Müll auftaucht. Ist klar, unsere Müllversorgung steckt irgendwo anders, außer dort, wo sie hin soll. Und ich glaube, unsere Müllfabriken sind auch nicht dafür mehr zuständig, wirklich hier drüben was zu machen. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir... Psst, Ruhe. Ich habe einen Teil bekommen. Ah, kümmere ich mich später drum. Jetzt ist die Frage. Erstens, wie geht's eigentlich unserer Stadt? Ja, das geht doch ganz passabel. Das Gebiet da hinten ist, glaube ich, wurscht. Aber wir können uns dann ein paar von den Recyclinghöfen wahrscheinlich ausleihen. Denn... Irgendwohin müssen wir jetzt das zum Recyceln bringen. Die Frage ist, ob wir nicht einfach eine Straßenanbindung nach da drüben machen. Und hier sozusagen noch so ein Park machen quasi. Obwohl, ganz blöde Frage, warum nicht einfach hier anschließen? Hier haben wir schon eine Brücke. Dann nehmen wir einfach eine easy peasy Mini-Straße. Schließen die an. So. Angeschlossen ist es. Und jetzt leihen wir uns mal einen von den Recyclinghöfen von da drüben aus. Ich bin zwar nicht so der Recyclinghof-Fan, weil der bringt sich doch sowieso nichts. Aber hey, er ist gerade da. So. Recyclinghof ist vor Ort. Jetzt muss doch da nur noch der LKW rauskommen, oder? Müllreserve. Warum Reserven? Ihr wollt doch nicht... Oh. Fehlt hier Wasser? Yep, hier fehlt Wasser. Einfach unter der Brücke mit durchbauen. Und dann kümmern wir uns mal darum, dass hier noch ein bisschen abgebaut wird. So. Die drei sollten sich doch jetzt notfalls direkt da drüben kümmern müssen, oder? Ja, jetzt kommen schon die ersten raus. Perfekt. Da fährt auch schon der erste Recycling-Betriebshof. Fahrzeug, komm. Lass mich dich schließen. So. Genau. Und der kümmert sich jetzt hoffentlich um den ganzen Müll hier, der vor Ort ist. Und jetzt haben wir hier sozusagen noch ein kleineres. Also der Hauptpunkt soll immer noch da drüben stehen bleiben. Immerhin kommt man von hier direkt in unsere Hauptcity rein, die schon wieder am Sterben ist. Oder Totentransporter braucht. Können wir noch ein paar Totentransporter geben, bitte? Also er scheint hier zu sterben wie an Mücken, aber... Das ist nicht unbedingt der Grund, direkt an Mücken zu sterben, ne? So. Und warum sind hier... Warte mal, Stromkabel. Hier sind teilweise so richtig unnötige Stromkäbelchen. So, gucken wir mal, ob wir noch so ein unnötiges Stromkabel finden. Bin mir sicher, hier gibt es doch irgendwo eins. Bist du noch nötig? Also angeschlossen bist du dort. Es zieht sich nach dort drüben durch. Ja, siehst du, die ganzen Kabel sind auch mittlerweile nicht mehr nötig. So. Die Verbindungen sind nicht mehr nötig. Das ist natürlich fragwürdig. Ich würde ja gerne hier und da, also mittig, zwei U-Bahn-Stationen bauen. Dann hier Bus irgendwie so rumkreiseln lassen. Beidseitig. Und halt mit der Mittelstation. Also mit der hier drüben verbinden. Ich glaube, das sollten wir mal machen. Das bedeutet, wir nehmen einfach die nächstbesten freien Stellen noch. Also einmal hier. Und einmal hier. Und hier muss jetzt auch nicht wirklich viel rumgeschissen werden, dass das irgendwie anders gebaut werden muss, weil... So. Ach, Herr Jemini, wie schließen wir denn den Scheiß jetzt an? Also rein theoretisch ist es die simpelste Sache. Wir schließen es einfach hier an und fahren von dort bis nach da an. Bedeutet, ich muss... Hier hin. Dann schließt es am besten hier irgendwie, ne? So. Dann zurück zur U-Bahn, wart mal. Neue Linie hinzufügen, geht von hier nach dort. Und dann hier in die City, wieder zurück. Und endet wieder hier. Das ist jetzt die grüne Linie auf der Seite. Alter,
4000 pro Woche. Holla. Und das ist die neue. Die hat jetzt 6 Haltestellen und 3 Fahrzeuge. Das sollte ja von Anfang reichen. Aber ich glaube, das ist eine wesentlich bessere Anschließung von hier aus in die City wieder rein und raus. Und von dort halt auch wieder Wechsel. Ich finde, das System haben wir echt gut gemacht. Also relativ simpel und gut gehalten. Es teilt sich halt überall hin auf, ne? Durch die Züge, die hier von A nach B fahren, haben wir ein Transportproblem natürlich auch umgangen. Und sobald der Transporthafen da ist, wird hier eine lokale Station entstehen. Und dann können wir vielleicht hier einen Bahnhof hinbauen und dann... Ich würde es jetzt im Campus hier dazu setzen noch. Einfach nur, weil da die Züge noch nicht so hohe Transportklassen haben. Aber was wir jetzt brauchen, sind Busse. Für Biotreibstoffbusse. Wäre eigentlich das Umweltbewusstere, ne? Ich würde diesen Bahnhof hier draußen hinsetzen. Einfach, weil der auch nicht dazu gehört. Hört sich jetzt gemein an, ist aber so. So, diese City kriegt natürlich auf der Seite... Nein, ich will eine Station hier hinzufügen. Ach so, wird es dann automatisch gemacht. Okay. Die Frage ist, wie wir es am schlauesten machen. Also einmal hier. Hält er noch einmal hier. Das ist jetzt die Runde. Die soll... Keine Ahnung. Es ergibt keinen Sinn. Ich weiß, es ist aber blöd. Schwach. Egal. Eigentlich müsste es irgendwie so gehen, dass der sozusagen einmal hier rumfährt. Da kommt der nirgends raus. Bedeutet, er hält einmal hier. Einmal hier vorne. Fährt dann vor. In den Campus. Hält einmal hier. Einmal hier. Hält hier und fährt von unten wieder da rein. So. Sollte rein theoretisch funktionieren. Ich habe noch nicht da... Ich mag Busse nicht grundsätzlich vom Fahrtsystem. Die machen nur die Straßen voll. Aber schauen wir mal, wie gut es funktioniert. Die müssten jetzt eigentlich mit dem Betriebsbus hier rauskommen, oder? Wie viele Busse ist Busse in Verwendung? 10 Stück. 11 Stück. Was? 12 Stück? Ja, wie viel kommen denn noch? Okay, benutzt jetzt erstmal 12 Stück für die ganzen Linien. Ja, schau mal, wie gut die jetzt in Verwendung sind und wie beliebt die werden. Alter, ihr habt doch auch einen Schuss. Wie soll ich die ganzen Busse zahlen? Die schlängeln sich doch hier schon. Wie war das mit, es ist nicht schlau, eine Bushaltestelle in der Nähe einer Kreuzung zu bauen? Apropos, das ist eine Dreierkreuzung, unnötig. Da die stocken sich. Kompletter Schwachsinn. Da lasse ich die jetzt mal. Oder tun wir die auch hier weg? Ich weiß nicht. Also hier tun wir sie auf jeden Fall wieder weg. Auch da drüben kommt sie weg. Und hier ist sicherlich auch noch eine, ne? Ja. Alter, die... Also, die dodeln jetzt hintereinander her. So... Ich bin da hinter dir her. Aber das... Das schaut doch aus wie Schwachsinn. Guckt euch das an, Leute. Das ist... Ressourcenverschwendung. Ohne Scheiß. Braucht kein Schwein. So fahren die immer noch so rum. Auf der Seite hätten die sich schon viel mehr aufteilen können. Einer. Ich verpenne die gerade, glaube ich. Ich sehe meine Busse nicht mehr. Da ist noch einer. Da ist noch ein. Da sind wieder. Und da sind es wieder 3 auf einen Schlag. Da ist aber ein Einzelner unterwegs. Das teilt sich schon nach einer Zeit. Der fährt jetzt hier hin, um wieder hier reinzufahren. Alles halt praktisch, weil die steigen halt direkt von hier um, schau. Da sind die schon an der Bushaltestelle. Schauen wir mal. Traffic System. 4 pro Woche. Für den Anfang gar nicht schlecht. 2 und 3 macht 5, aber Mathe kann dieses System ja nicht. Und die neue Linie 6 hat bis jetzt 45 Teilnehmer. Das ist doch schon mal was Gutes. Es ist halt vorteilhaft auf den beiden Seiten und dann sozusagen teilen die sich ja wieder auf. Das macht einen gewissen Vorteil. So, und das System scheint sich ganz gut zu etablieren.
Also von, ich sehe hier nicht ansatzweise einen Stau aktuell. Hier kommt der Müll und die Busse daher. Ich würde das einen Success nennen. Warte mal, was ist hier mit dem Strom schon wieder? Warum ist hier schon wieder eine Steckdose, die nirgends benutzt wird? Ah, meine Güte. Ja, dann sind wir die halt weg. Das war gleich noch vom alten Staudamm-Projekt. So lange ist das schon her. Staut sich hier irgendwo aktuell? Nee, schaut aktuell alles gut aus. Hier scheint sich ein bisschen zu stauen. Lass mich raten, weil hier schon wieder irgendwo eine Drecksampel ist. Nee, nicht mal. Wie weit staut sich das? Da sollte ich mir vielleicht drüber konzernen schon mal. Vielleicht sollte man da drauf doch mal eine Ampel machen. Schauen wir mal, wie das mit der Ampel funktioniert. Wir kommen in ein paar Stunden wieder. Genau. Was wir machen sollten, wenn es Tag ist. Das ist ein schöner Berg. Und ich glaube, hier gab es irgendwo so ein Gebiet. So ein Dingselbumsel. Also es gab diesen Tierpark, ja. Was ist das jetzt? Aber hier gibt es ein Naturschutzgebiet. Kleines Naturschutzgebiet, Haupttor. Flughafen! Yes! Die Frage ist, wo bauen wir den hin? Also der größte Punkt ist gleich, den wir geschafft haben. Nee, haben wir nicht geschafft. Warum kriegen wir den Meilenstein nicht? Doch, wir kriegen es. Yes! Mein einziger Sinn dahinter ist ja, dass ich zu diesem Drecksenkel komme. Warte mal. Kann ich? Yes! Die Frage ist, wo bauen wir es hin? Darüber haben wir natürlich keine Gedanken gemacht. Also, logisch denkend ist da hinten schlau, weil da haben wir direkt einen Anschluss ans Meer. Da wäre es auch schlau. Hier haben wir halt nicht so viel Platz und es könnte sein, dass das schief läuft. Da vorne auch nicht blöd, dann bräuchten wir halt da noch eine Strecke hin. Mit dem dann Zug und alles halt verbunden ist. Darunter wiederum hätten wir direkt Straßen liegend. Wir machen das da unten. Kosten 22.000, das ist uns ja tendenziell wurscht. Ja, wir haben das Eck. Da hat jemand sich mit dem Pinsel vertan und das war eindeutig, glaube ich, nicht ich. Und wenn dann wüsste ich, da weiß ich davon nichts. Nee, das war nicht eindeutig, oder? Das ist mir nicht mal aufgefallen, das ist mit diesen Kreisen gebaut worden. Okay. Dann machen wir es drüben weiter und dann machen wir das hier weiter. Vor allem, da könnten wir dann hier so einen Kreisel machen. Oder so eine Strecke, weil hier kommt dann... Ich würde hier den Frag... Wie groß ist der Frachtflughafen? Ich bin gerade so ein bisschen... Wow. Frachtflughafen. Gelände... Das war jetzt nicht der Plan. Lass mich wieder rein. Mein Gott. Ich wollte doch nur gucken, wie der... Wo der... Gefälle zu steil. Als ob, was für ein Dreck. Wo kann ich in den jetzt hinhocken? Gefälle zu steil. Gebäude muss neben Straße platziert werden. Was ist da hier? Gefälle zu steil wahrscheinlich, ne? Gefälle zu steil. Oh Gott. Da könnte er platziert werden, aber da ist eine sehr scheiß Idee. Oder wir müssen irgendwas irgendwie begradigen, damit er da hingesetzt werden kann. Weil hier wäre zum Beispiel schlau. Oder wir machen hier unten einfach so eine Insel raus. Das machen wir. Wir machen hier so eine Plattform, wo der Flughafen hinkommt. Oder wir machen beide. Also hier den Hafen hin, hier eine riesige Fläche. Die dann so eine Rundstraße hat, ne? Und links und rechts davon ist jeweils der Flughafen. So... GTA-Style, da ist der doch auch auf so einer ausgeschütteten Insel. Okay, das da drüben schaut echt gut aus. Also wachsen tut's gut. Ist da irgendwas nicht gezeichnet worden? Doch, aber irgendwie... Die wollen mehr... Ach, guck mal an. Sehr geehrter Herr Präsident, aber wir brauchen mehr Gewerbe. Schluck Gewerbe hier, Junge. Nimm es. Jetzt sollte ja hier hoffentlich was wachsen. Gebaut werden, oder? Ich bin aber immer so drauf gespannt. 111, yes, das ist schon mal für mich Erfolg. Die Strecke hat 400, jawohl, die ist schon sehr erfolgreich.
Ich müsste das Teil da vorne jetzt ja voll boomen. Kann ich da reinzoomen, ohne zu legen auf meinem alten Rechner? Wie Scheiße. Hier geht's ab und es staut sich. Ist der Stau weniger geworden? Er ist immer noch gleich lang. Leute, ihr seid auch gleich dran, oder? Okay, jetzt mal ganz blöd. Warum mache ich sie einfach so? Und mache diese Drecksampel. Ist die Drecksampel noch da? So, Leute, aber wir kümmern uns in der nächsten Folge mal um unseren Hafen hier. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!